Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um diese doch recht einfache Holzkiste, aus der wir dieses tolle Pfeildisplay bauen wollen. Ja, wie ich gerade schon sagte, wollen wir aus dieser recht einfach gearbeiteten und groben Holzkiste ein tolles Pfeildisplay bauen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. So wird das nachher in etwa aussehen. Also so lang werden die noch oben rausstehen. Ich finde das ganz brauchbar. Unten das Fach ist ein bisschen klein. Gut, werden wir sehen. Ich zeichne mir das mal eben an. Als nächster Schritt kommen jetzt diese beiden Seitenstreben rein, damit ich gleich den Zwischenboden auflegen kann. Die hatte ich mir im Vorfeld schon vorbereitet. Jetzt kommen die Stangen in Einsatz und dann geht es weiter. Dafür habe ich mir im Vorfeld Express Holzleimbänder besorgt, damit das dann auch recht zügig trocken wird. Diese zeige ich euch mal, die habe ich mir im Vorfeld, also so werden die gleich eingebaut. Und damit die Sichtkante hier vorne nicht so ins Auge fällt, habe ich die ein bisschen schräg gemacht. Ich denke, ihr werdet es gleich sehen. Falls einige das noch nicht wissen, Leim ist ja so ein cooler Kleber, da kann man auch ein bisschen drum klähen. Das wird man später dann nicht sehen, beziehungsweise ihr könnt ihn einfach abwischen. Gut und reichlich auftragen. Super. Und jetzt habe ich natürlich den Leim auf die falsche Seite aufgetragen. So, nachdem ich dann gerade festgestellt habe, dass mir das dann doch alles ein bisschen zu lose ist, habe ich da noch mal eben ein paar Schrauben reingedreht. Ich bin da immer so ein bisschen pedantisch, wenn das um Sachen geht, die halten müssen. Das werde ich an den Ecken jetzt auch noch machen. Dann habe ich hinterher kein Problem, dass das Ding eventuell wieder auseinanderfällt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Ablage passt so. So. Der würde natürlich nicht passen. Von daher kann der dann sofort weg. Ich jage jetzt den Deckel eben schnell durch die Kreissäge. Das braucht ihr euch, glaube ich, nicht antun. Und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe euch mal die ganze Sägerei, Schleiferei erspart und habe jetzt hier den Einlegeboden mit samt Schräge fertig gemacht. Ich werde jetzt hier mal eben schnell die Tür noch zusammenleimen, wenn das klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich werde mir das Klebeband dazu holen. Diese 45 Grad Schräge, die brauchen wir deswegen, oder brauche ich deswegen, weil ich da nachher LED-Stripes hinter verstecken möchte. Und damit die möglichst unsichtbar sind, habe ich hier diese Gehrung geschnitten. Und dann verschwindet das da wunderbar hinter. Gut, das kann trocknen. So, ich werde jetzt schon mal für eine Sitzprobe, Stellprobe, Sitzprobe, ich weiß nicht, werde ich die Tür schon mal wieder installieren. Wenn auch ihr LED-Beleuchtung in eurem Pfeildisplay einbauen wollt, dann müsst ihr natürlich euch vorher im Klaren darüber sein, wie das aussehen soll, beziehungsweise wie die Beleuchtung nachher wirken soll. Deswegen habe ich das schon mal alles vorbereitet. Wie gesagt, auf jeden Fall, die Löcher sind gebohrt. Wir sind soweit fertig. Wir können das Kabel hier einstecken. Und auch die Löcher oben im Kasten habe ich schon vorbereitet, sodass wir jetzt nur noch den Boden verschrauben brauchen
Wir können mal einmal Probe aufs Exempel machen. Der Pfeil ist ein bisschen dicker als meine jetzigen, aber ich glaube, das sieht nachher geil aus. Ja, ihr seht, das Kabel für die LED-Beleuchtung steht schon hinten raus. Und ich hatte mir hier auch für den Einlegeboden schon Löcher vorgebohrt. Da das Holz doch etwas sehr faserig ist und anders reagiert, als ich mir das vorher gedacht hatte. Durch die Schrauben kriegen wir natürlich wieder Stabilität in den Kasten. Jetzt habe ich mir hier gerade die Position, wo der Schnapper nachher sitzen soll, angezeichnet. Wenn wir das nicht machen, dann wissen wir ja gar nicht, wo der hinkommt. Den Kasten in seiner Rohform haben wir jetzt geschafft. Ich werde jetzt hier nur noch ein paar hässliche Macken und Löcher verschließen, werde ihn noch einmal abschleifen. Dann kommt noch die LED-Beleuchtung, die rückwärtige, dran. Und dann sind wir fertig. Und schon können wir zum Finish kommen. Bei mir wird das einfach, wie ich es schon anfangs erwähnt habe, mit schnöden Speiseöl eingerieben. Bringt einen schönen Glanz, versiegelt das Holz. Und ist nicht giftig, stinkt nicht. Ja. Ganz einfach und simpel mit einem Schwamm aufgetragen. Nein, fragt mich nicht, was für eine Viskosität das Öl hat. Das steht nicht auf der Flasche drauf. Und es geht nicht in die Löcher kippen. Ja, da steht er nun. Aus der alten, schädrigen Holzkiste haben wir nur ein Pfeildisplay gemacht. Ich werde mir jetzt die Finger waschen gehen und ihr dürft euch dann das fertige Endergebnis anschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen für euch, ein paar Ideen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Kommentare freuen wir uns immer drüber. Anregungen sind wir immer gerne für zu haben. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.